Ein Wildschweinschädel. Die Haut, die Zähne und hier sogar eine Wirbelknochen. Das ist ein schöner Fund. Eiweißfrei. Da sieht man, wo heute Nacht das Reh gelegen hat. Es hat sich eine Kuhle frei geschaufelt, das hier liegen kann. Wir haben das 16. Mai, 17 Grad draußen. Es sind einige Maracuja-Blüten aufgegangen. Sieht wirklich schön aus. Einige Knospen. Auch ein schöner Farn hier. Toll. Ja, der Waldboden ist gerade ideal zum Laufen von dem vielen Regen. Ist alles schön nass und schön bequem zum Laufen. Da sieht man auch nochmal, wo das Reh gelegen war. Das hat der Regen rausgespült hier. Tiefes Loch. Ah, der Moos ist bequem, kann man ein bisschen Sport machen hier.
Ja, wenn man bedenkt, wie barmherzig unser Schöpfer ist. Die Natur stellt er allen zur Verfügung, egal ob jemand ihm dankt oder nicht. Das ist sein Wasser, seine Erde und seine Luft.